Wer ist der Terminator? Der T-800 und Sarah Connor in der heutigen Geschichte, Leute. Absolut geile Charaktere und ein fettes Bundle. Ich habe mich mega darauf gefreut, aber ich muss sagen, ich bin zeitgleich übertraurig, einfach nur, weil wir Ani nicht bekommen haben. Wir haben quasi einfach nur den T-800 als Roboter bekommen, aber nicht seine Hülle, also seine menschliche Hülle als Arnold Schwarzenegger. Ich weiß nicht, was da irgendwie vorgekommen ist, ob es irgendwelche rechtlichen Probleme gab oder wie auch immer, aber ich hoffe einfach nur, dass es irgendwann mal wieder reinkommt oder beziehungsweise, dass sie das nochmal dazu machen oder so, weil das wäre nochmal so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen eigentlich. Das muss eigentlich dazu kommen. Aber in dem heutigen Video sprechen wir über die ganze Geschichte, über alle Filme und die Serie und auch so eine Erklärung, wie verwirrend das eigentlich Ganze ist, weil diese ganzen Filme machen im Grunde eigentlich gar keinen richtigen Sinn, obwohl es halt eine extrem geile Story ist, und ich werde das Ganze chronologisch machen. Das heißt, dass man von vorne bis hinten, von Teil 1 bis zu Teil 6 einfach alles irgendwie verstehen kann. All das in dem Video, Leute, und wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben drücken, ein Abo dalassen, würde mich mega freuen. Die Videos sind immer sehr viel Arbeit, machen aber richtig Bock, und wenn ihr mich supporten möchtet, zum Beispiel mit dem neuen Bundle vom Terminator, Creator Code Oleg im Item Shop. Aber los geht's jetzt mit der Geschichte. Also beginnen wir mit dem allerersten Teil, Terminator 1. Der kam 1985 raus und spielt im Jahr 1984. Und natürlich mit dem Schauspieler Arnold Schwarzenegger. Er hat in dem Film aber einen Bösewicht gespielt, und zwar den T-800, die böse Variante davon. Erst später, also im nächsten Teil, wurde er dann zum guten T-800, weil er erst dann eigentlich so ein Mega- oder Superstar wurde. Zu dieser Zeit, es war eine seiner ersten Rollen, die er gespielt hat. Man hat ihn eigentlich für diese Rolle genommen, weil James Cameron gemeint hat, dass er seine Aussprache so interessant fand, weil er ist ja natürlich Österreicher, Arnold Schwarzenegger, und wenn er Englisch gesprochen hat oder eigentlich immer noch Englisch redet, dann hört sich das halt einfach so vom Dialekt oder vom Akzent halt sehr komisch an, und er meinte, das klingt so roboterhaft, wenn er redet, und deswegen war er der perfekte Charakter oder der perfekte Schauspieler, um den T-800 Roboter zu spielen im Film. Also der Film spielt, wie gesagt, im Jahr 1984, und uns wird ein Charakter vorgestellt, und zwar Sarah Connor, eine Frau, die einfach als Kellnerin arbeitet. Sie ist Single, sie hat keine Kinder, also erstmal eigentlich nichts Besonderes. Aber das Besondere kommt jetzt an diesem Film, und zwar das Allerspannendste, was alle Filme einfach ausmacht. Und zwar sehen wir die Zukunft, und zwar das Jahr 2029, also in theoretischen 8 Jahren, also bald. Im Jahr 2029 ist es nämlich so, bei Terminator, dass in der Zukunft die Maschinen die Macht übernommen haben. Und zwar gab es ein Skynet-System, also ist so wie eine Art künstliche Intelligenz, die alle Roboter übernommen hat und die gegen die Menschen losgeschickt hat. Das heißt, es gab eine Apokalypse im Jahr 1997, wo dieses Skynet-System die ganzen Atombomben auf der Welt abgefeuert hat. Das heißt, die gesamte Erde wurde zerstört, und die letzten überlebenden Menschen, die Resistenz oder der Widerstand sozusagen, kämpft noch gegen die Maschinen, die eigentlich die Welt beherrschen und regieren. Also es gibt einen Widerstand, und dieser Widerstand wird angeführt von einem John Connor. Und das ist nämlich ganz wichtig, weil er der Schlüsselpunkt für die ganze Geschichte ist. Und John Connor ist in der Zukunft ihr Sohn. Also die Prophezeiung sagt einfach, dass sie einen Sohn gebären wird. Er wird John Connor heißen, und dieser John Connor wird dann in der Zukunft diesen Widerstand der Menschen gegen die Maschinen anführen und gegen die Maschinen kämpfen. Und das möchten die Maschinen in der Zukunft einfach verhindern, weil er ihnen einfach so ein Dorn im Auge ist und sie ihn nicht aufhalten können die ganze Zeit. Deswegen entscheiden sich die Maschinen, eine Zeitmaschine zu bauen. Und in diese Zeitmaschine schicken sie einen Terminator, und zwar den T-800, in die Vergangenheit, ins Jahr 1984, wo wir Sarah Connor sehen, wo sie noch kein Kind geboren hat, wo sie Single ist, ganz normal, und in dieser Zeit soll der T-800 Sarah Connor töten, damit es niemals dazu kommt, dass sie einen Sohn bekommt und dass dieser Sohn, John Connor, dann den Widerstand in der Zukunft anführt. Der Widerstand in der Zukunft bekommt natürlich mit, dass die Roboter eine Maschine in die Vergangenheit geschickt haben, um Sarah Connor zu töten, also John Connors Mutter, und beschließen, genau das Gleiche zu machen. Aber dadurch, dass der Widerstand keine Terminator-Roboter hat, schicken sie einen Menschen in die Vergangenheit.
Zeit, und zwar Kyle Reese. Und er soll Sarah Connor in der Vergangenheit beschützen vor Arnie, also vor dem T-800-Roboter, was er dann natürlich auch macht. Und das Interessante ist, also viele von euch kennen garantiert sehr viele Zitate aus Terminator, zum Beispiel das I'll be back, sowas, das ist ganz typische, ne? Oder Hasta la vista, Baby, das kommt alles von Terminator, aus dem zweiten Teil vor allen Dingen. Aber der Satz Come with me if you wanna live, also komm mit mir, wenn du leben möchtest, kommt aus dem ersten Teil bereits. Und zwar sagt das eigentlich Kyle Reese zu Sarah Connor, als er sie das erste Mal trifft. Aber dieser Satz ist eigentlich von Arnie bekannt aus dem zweiten Teil, weil er diesen Satz dann nochmal benutzt. Also generell diese Punchlines oder so, die werden immer wieder benutzt, diese One-Liner. Und obwohl der bekannte Satz eigentlich aus dem ersten Teil kommt, ist er durch Arnold Schwarzenegger erst so richtig bekannt geworden, weil er eben diese krasse Aussprache hat. Ne? Also das fand ich eigentlich so ganz lustig. Das ist eigentlich so ganz grob die Story vom ersten Teil erklärt. Ich meine, es sind Actionfilme, ne? Also es passiert storymäßig nicht wirklich viel, es ist meistens einfach nur Geballer die ganze Zeit, aber Kyle Reese schafft es natürlich, Sarah Connor vor dem T-800-Roboter zu beschützen. Das Interessante aber hier ist, und da fängt es eigentlich schon an, absolut gar keinen Sinn mehr zu machen. Die Terminator-Filme machen alle gar keinen Sinn, also je weiter das Ganze geht, umso weniger Sinn macht es noch, aber das Interessante ist, die beiden verlieben sich, also Sarah Connor und Kyle Reese, und Sarah Connor wird schwanger. Das heißt, Kyle Reese ist der Vater von John Connor. Das macht halt irgendwie gar keinen Sinn, weil hätte John Connor ihn, er war ja ein Soldat von ihm, John Connor ist in der Zukunft ein General, also der Anführer von dem Widerstand, hätte er ihn nicht in die Vergangenheit geschickt, den Kyle Reese als Soldaten, um seine Mutter zu beschützen, dann wäre er niemals geboren worden. Also er hat eigentlich seinen Vater in die Vergangenheit geschickt, und sein Vater ist jünger als er. Das macht halt gar keinen Sinn, ne? Das macht absolut keinen Sinn. Aber das ist so der erste Punkt bei Terminator, der verwirrend ist. Und das Ganze zieht sich dann noch später durch die nächsten Teile. Kommen wir zu dem zweiten Teil. Terminator 2 Judgment Day, beziehungsweise auf Deutsch Tag der Abrechnung. Und der Film spielt im Jahr 1995 und ist der beste Terminator-Film aller Zeiten. Ich liebe diesen Film einfach. Ich glaube, er gilt auch als einer der besten Filme aller Zeiten. Garantiert in der Top 10 ist er irgendwo dabei. Und der Film, ich meine, der ist von James Cameron, genauso wie der erste Teil. Der hat Avatar gemacht, Titanic, also überragende Filme einfach. Und Terminator 2 ist einfach nur Zucker. Ich liebe diesen Film einfach so extrem. Und der Film spielt, wie gesagt, im Jahr 1995, 2 Jahre vor der Apokalypse. Weil aus dem ersten Teil kennen wir ja die Prophezeiung, dass 1997 Skynet die Übermacht über die Menschen bekommt, also über die Roboter einfach die Macht kriegt, die künstliche Intelligenz. Und die Apokalypse startet, indem Skynet alle Atombomben auf der Erde startet. Die Atombomben schlagen überall ein und die Welt ist sozusagen zerstört und die Maschinen regieren dann über die Menschen. Und das Ganze, also diese Story, spielt einfach 2 Jahre vorher. Und in diesem Film ist es so, dass John Connor bereits auf der Welt ist. Er ist ein Jugendlicher, aber seine Mutter Sarah Connor befindet sich in der Psychiatrie, also in der psychiatrischen Anstalt, weil sie ständig davon redet, dass 1997, also in 2 Jahren, die Welt untergehen wird, und sie ist dann dadurch komplett verrückt geworden. Niemand glaubt ihr das. Ich meine, warum sollte ihr irgendjemand glauben, dass sie irgendjemanden aus der Zukunft getroffen hat, der vor allem der Vater von ihrem Sohn ist? Alle denken, sie ist bekloppt, und deswegen ist sie in der Psychiatrie, in der Anstalt, und ihr Sohn John Connor wächst in der Zeit bei einer Pflegefamilie auf und ist so ein kleiner Assi, baut die ganze Zeit nur Scheiße. Aber hier in diesem Film ist es so, dass eigentlich genau das gleiche passiert wie im ersten Teil. Das ist eigentlich die Prämisse für jeden einzelnen Teil. Und zwar wird aus der Zukunft, wieder aus demselben Jahr 2029, die Maschinen haben festgestellt, okay, sie haben versagt, es hat nicht funktioniert, also schicken sie einen neuen Roboter in die Vergangenheit, diesmal aber das Modell T-1000. Und dieses Modell ist viel weiter fortgeschritten als das T-800-Modell. Und das T-1000-Modell der Terminator besteht aus flüssigem Metall. Das heißt, er kann im Grunde nicht wirklich zerstört werden und er regeneriert sich auch die ganze Zeit. Ne? Das heißt, er kann auch seine Form verändern. Er kann zum Beispiel die Stimmen oder das Aussehen von anderen Personen oder Gegenständen komplett nachmachen. Alles, was er berührt, kann er komplett reproduzieren oder nachmachen, damit er genau so aussieht wie der Mensch oder dieser Gegenstand. Das ist der Roboter,
Roboter, der von den Maschinen in die Vergangenheit geschickt wird, ins Jahr 1995. Und die Menschen bekommen in der Zukunft natürlich wieder was davon mit und John Connor möchte das wieder verhindern, also schickt er ebenfalls einen Terminator in die Vergangenheit, denn in der Zukunft haben sie mittlerweile ein T-800-Modell gefangen genommen, also den Arnie sozusagen. Sie haben dieses Modell gefangen genommen, es umprogrammiert, damit er John Connor und Sarah Connor in der Vergangenheit beschützen soll und schicken dieses Modell in die Vergangenheit, weil es natürlich viel effektiver ist, einen Terminator in die Vergangenheit zu schicken, als einen Menschen. Und dann beginnt einfach der absolut geilste Film aller Zeiten. Das sind so epische Szenen, zum Beispiel diese Verfolgungsjagd, wo der T-1000 Arnold Schwarzenegger mit John Connor auf dem Motorrad verfolgt, mit diesem LKW. Und da kommt auch diese epische Szene von Arnold Schwarzenegger, wie er so die Shotgun die ganze Zeit nachlädt auf dem Motorrad. Super krasse Szenen einfach nur. Und diese Musik bei dem Film ist einfach so legendär. Auf jeden Fall schaffen die beiden es erstmal von dem T-1000-Modell zu flüchten und dann um Sarah Connor aus der psychiatrischen Anstalt zu retten. Sie bekommt natürlich erstmal den Schock ihres Lebens, als sie den T-800 sieht, weil er ja sozusagen im ersten Teil versucht hat, sie zu töten und auf einmal ist er auf ihrer Seite, ne? Also übertrieben krass eigentlich. Aber die beiden schaffen, oder beziehungsweise das ganze Team, also Arnie, also der T-800, Sarah Connor und John Connor schaffen es erstmal vor T-1000 zu flüchten. Und das Interessante ist, so ein ganz kleines Detail, was ich bei Fortnite aber so übertrieben mag, ist das Pflaster bei Sarah Connor auf dem Rücken. Da müsst ihr mal auf den Skin mal ein bisschen achten. Und zwar kommt dieses Pflaster von der Verletzung im Kampf im Aufzug gegen den T-1000. Denn der T-1000, er kann ja so, ja, wie so Blades, so Messer aus seinen Armen machen. Und er sticht durch den Aufzug von oben rein und verletzt sie hier hinten so am Rücken, am Schulterblatt. Und davon kommt dann dieses Pflaster, was wir auf dem Skin dann in Fortnite haben. Und das Interessante ist, was diesen Film auch so besonders macht, ist es, dass Arnie, also der T-800, eigentlich nur zwei Aufgaben in diesem Film hat. Und zwar Aufgabe Nummer 1, John Connor zu beschützen, nicht Sarah Connor. Das ist so interessant, weil er zu ihm sagt, ja, warum sollen wir deine Mutter retten? Das ist gar nicht mein Job. Und John Connor gibt ihm dann den Befehl. Obwohl er so ein kleiner Junge ist, hat er trotzdem die Möglichkeit oder die Autorität, ihm Befehle zu geben, weil er ja auch in der Zukunft dazu in der Lage ist, dem T-800 Befehle zu geben. Also gibt er ihm den Befehl, seine Mutter zu retten, obwohl es niemals die Aufgabe vom T-800 war. Und die zweite Aufgabe vom T-800 ist es, den Judgment Day zu verhindern, also das Jahr 1997 zu verhindern, dass Skynet jemals dazu kommt, die Übermacht zu bekommen und damit die Apokalypse niemals stattfindet. Und er erzählt ihnen, dass es eine Firma gibt, die Cyberdyne heißt, und die Cyberdyne-Firma und ein Wissenschaftler, der Miles Dyson heißt, arbeiten aktuell an diesen Robotern und am Skynet-System, und den versuchen sie zu finden und um zu verhindern, dass er weiterhin an dieser ganzen Sache forscht. Und dann kommen wir wieder zu einer Sache, die in Terminator gar keinen Sinn macht. Und zwar ist es so, dass sie Cyberdyne finden und den Wissenschaftler davon überzeugen, dass Arnie, also der T-800, aus der Zukunft ist. Und dort gibt es einfach diese legendäre Szene, wo Arnie sich den Arm aufschneidet und so die Haut vom Roboter zieht, weil er ja oben drüber ein Gewebe hat, also ein menschliches Gewebe, aber unten drunter ist er einfach der T-800-Roboter. Und damit wird dieser Wissenschaftler überzeugt. Und der Wissenschaftler zeigt ihnen, woran er gearbeitet hat, und zwar an einem Roboterarm. Und das Interessante ist, dass dieser Roboterarm damals gefunden wurde von diesen Wissenschaftlern, und zwar aus der allerersten Zeitreise. Das ist nämlich ein T-800-Roboterarm. Und anhand diesem Arm hat er dann geforscht und neue Chips gebaut und eben Skynet erschaffen, beziehungsweise er war kurz davor, Skynet zu erschaffen, weil das Ganze ja erst in 2 Jahren stattfinden soll. Und dieser Punkt macht einfach gar keinen Sinn, weil hätten die Roboter aus der Zukunft niemals im ersten Teil den T-800 in der Zeit zurückgeschickt, wäre Skynet niemals entstanden, weil er ja anhand dessen geforscht hat. Also es macht halt einfach gar keinen Sinn, aber so ist es bei Terminator einfach. Auf jeden Fall schaffen sie es, ihn davon zu überzeugen, alles zu zerstören. Das heißt, die ganzen Forschungen, der Roboterarm und ganz Cyberdyne wird einfach in die Luft gejagt und kaputt gemacht. Aber am Ende kommt es dann trotzdem noch zu einem finalen Kampf zwischen dem T-1000 und dem T-800. Und sie schaffen es natürlich, den T-1000 zu zerstören, aber damit sie sicher gehen oder beziehungsweise der T-800
sicher gehen kann, dass nichts aus der Zukunft übrig bleibt und dieser Judgment Day verhindern wird, muss Arnie, also der T-800, sich selbst nochmal final zerstören. Das ist eine richtig traurige Szene, weil John Connor, weil der T-800 für John Connor schon so eine Art Vaterfigur eigentlich geworden ist, aber er lässt sich dann so ab, wie bei Fortnite in dieser Szene an dieser Kette, in so einen riesigen Bottich voll flüssigem Metall, um sozusagen zu zerschmelzen und um sich selbst komplett zu zerstören, damit nichts aus der Zukunft in der Zeit übrig bleibt. Und da kommt einfach diese legendäre Szene her, wo er sich so abseilt und dann diesen Daumen nach oben gibt, so im letzten Moment, wie dieser Emote auch in Fortnite, wo er so diesen brennenden Daumen nach oben macht. Und nach Terminator 2 hätten sie einfach einen Cut machen sollen. Für mich ist persönlich die Geschichte dann beendet, aber nein, sie sind gierig, Leute. Sie sind gierig und wollten einfach immer mehr und haben neue Filme gemacht und eine Serie und es hat einfach nur noch wehgetan. Aber ich erzähle euch das Ganze trotzdem in einer kurzen Zusammenfassung, was nach Teil 2 passiert ist. Und zwar haben wir als allererstes eine Serie bekommen, und zwar Terminator Sarah Connor Chronicles. Und dort ist es einfach vom Prinzip her genauso. Das heißt, es werden Terminator in die Vergangenheit geschickt, um sie zu beschützen oder um sie eben umzubringen, genauso John Connor. Aber das Wichtigste an der Serie ist es eigentlich, dass sie an Leukämie erkrankt. Das ist dann für die späteren Teile sehr wichtig. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, dass in der Serie erzählt wird, dass der Judgment Day, also die Apokalypse 1997, zwar verhindert wurde, aber der Tag wurde nur nach hinten verschoben. Man kann diesen Tag niemals verhindern, nur eben verschieben. Und darauf basiert dann eben auch der Terminator 3, der dritte Teil. Im dritten Teil ist es so, dass Sarah Connor 1997 bereits verstorben ist. Das heißt, sie hat mit ihrer Krankheit lange genug überlebt oder lange genug ausgehalten, um sicherzustellen, dass 1997 keine Apokalypse passiert und die Welt nicht untergeht. Und dann ist sie trotzdem leider verstorben. Der Film findet aber im Jahr 2004 statt und es dreht sich einfach nur um John Connor selber. Und es wird wieder aus der Zukunft ein Terminator, ein böser Terminator, in die Vergangenheit geschickt, um John Connor umzubringen. Und zwar das Modell TX. Das ist der erste weibliche Terminator und der ist übertrieben fortgeschritten. Er besteht zwar nicht aus Flüssigmetall, aber er kann sich selbst komplett verändern und aus seinem Körper zum Beispiel so moderne Waffen hervorbringen. Und es wird von den Menschen ebenfalls ein Terminator in die Vergangenheit geschickt. Und zwar natürlich wieder Arnie als T-800 Modell. Und das Besondere hierbei ist, erstens, sie haben den T-800 genommen, weil John Connor sich an ihn erinnern kann. Also er hat einen Bezug zu diesem Roboter. Und das zweite Interessante ist, dass dieser T-800 aus der Zukunft John Connor in der Zukunft getötet hat. Also er hat ihn umgebracht und sie haben ihn daraufhin gefangen genommen und dann in die Vergangenheit geschickt. Das heißt, John Connor ist in der Zukunft schon bereits tot. Aber es muss ihm trotzdem das Leben gerettet werden, damit dieser Widerstand überhaupt existieren kann. Und das ist auch die Aufgabe vom T-800 im dritten Teil. Seine Aufgabe ist es nicht mehr, den Judgment Day zu verhindern, weil das können sie nicht verhindern. Sie können es immer nur und immer wieder in die Zukunft weiter nach hinten drängen, aber dieser Tag wird einfach passieren. Und deswegen dreht sich das in dem Film einfach nur noch darum, John Connor auf diesen Apokalypse-Tag vorzubereiten, um ihn in einen Bunker, in einen Atombunker zu bringen, damit er diesen Atomangriff einfach überlebt. Der nächste Terminator-Film nennt sich Terminator Salvation und eigentlich finde ich diesen Film gar nicht so schlecht, weil er nichts kaputt macht an den anderen Filmen, was die Story angeht, weil dieser Film spielt nur in der Zukunft im Jahr 2018 und zwar dreht sich einfach nur alles um die Welt bei dem Kampf zwischen den Menschen gegen die Roboter, also der Widerstand gegen die Maschinen. Das dreht sich einfach nur noch darum. Christian Bale spielt bei dem Film mit, überragender Schauspieler und wir lernen auch John Connor kennen, wie der dort noch ein bisschen jünger ist quasi und wir lernen in dem Film Kyle Reese kennen, der dann später quasi in die Vergangenheit geschickt wird und der Vater von John Connor eigentlich ist. Von daher ist dieser Film für sich eigentlich okay, er hat nichts wirklich mit den anderen Stories zu tun, sondern er zeigt einfach nur die Welt aus der Zukunft, also was sich dort einfach abspielt. Aber jetzt wird's extrem dumm einfach nur, Leute, und zwar geht's weiter mit Terminator Genesis und das ist einfach eine Mischung aus Teil 1 und einem kompletten alternativen Universum, was gar nichts einfach mehr mit Terminator zu tun hat. Also einfach eine komplett eigene Zeitlinie, als hätten diese ganzen Reisen in die Vergangenheit irgendetwas in der Vergangenheit kaputt gemacht. Und zwar ist es bei dem Film so, dass der Terminator, der T-800, schon bereits existiert. Also das heißt, ihr müsst euch vorstellen, der erste Teil findet statt. Das heißt, der erste T-800 wird in die Vergangenheit geschickt, landet dort und auf einmal steht Arnie
schon da und sagt, ja, ich habe schon die ganze Zeit auf dich gewartet und dann kommt es halt zu einem Kampf. Das macht halt einfach gar keinen Sinn. Also ich habe einfach fast geheult, einfach nur, weil es keinen Sinn gemacht hat. Aber es ist von der Story einfach so aufgebaut, dass der T-800 schon bereits ganz, ganz früher irgendwann mal in die Vergangenheit geschickt wurde, um Sarah Connor das Leben zu retten, als sie noch ein kleines Mädchen war. Und seit diesem Tag an blieb der T-800 auf der Erde, hat sich versteckt, wurde älter, also er ist gealtert und hat einfach nur noch auf diesen Tag gewartet, wo der T-800 im ersten Teil in die Vergangenheit geschickt wird, um ihn dann sozusagen zu eliminieren und auszulöschen. Und oh Gott, es tut halt einfach schon weh beim Erzählen, aber das ist halt die Geschichte von Terminator Genisys und das ist halt einfach nur sehr, sehr komisch. Aber wenn ihr jetzt denkt, dass das die Spitze war von komischen Stories und Ereignissen, kommen wir zu dem neuesten Film und zwar Terminator Dark Fate. Und eigentlich ist es von der Idee gar nicht schlecht, denn sie sind hingegangen und haben gesagt, ey, alle Teile nach dem zweiten Teil sind nicht passiert, nichts davon, ja. Aber warum? Warum sind die Sachen nicht passiert? Ich meine, es ist ja irgendwo schon so eine Chronologie, aber es wurde alles ignoriert und es wird gesagt, nur Teil 1 und Teil 2 existieren, aber selbst beim zweiten Teil wurde das Ende abgeschnitten und es wird gesagt, dass der T-800 sich am Ende niemals zerstört hat. Also er ist sozusagen immer noch am Start. Der T-800 lebt immer noch, er ist mittlerweile gealtert, also wurde alt und nennt sich Karl, also er heißt Karl auf einmal und Sarah Connor lebt auch, also sie ist niemals an Leukämie erkrankt, also die Serie wurde weggeschoben, der dritte Teil wurde weggeschoben, alles wurde ausradiert, sie lebt immer noch und es passiert eigentlich genau das gleiche, das heißt aus der Zukunft wird ein neuer Terminator in die Vergangenheit geschickt und zwar ein Rev 9, also Revision 9, also ein neuer Terminator, ein ziemlich moderner Terminator, der sehr viele Ähnlichkeiten zu dem T 1000 hat und die Menschen schicken ebenfalls eine Frau in die Vergangenheit, die eine Mischung aus einem Roboter und einem Menschen ist, also so eine Art Cyborg, die einfach in einem Programm verbessert wurde. Sie hat zum Beispiel so eine Metallhaut so unter ihrer Haut und so weiter. Also sie ist einfach eine Mischung aus beidem und sie ist einfach dafür da, um eben diesen Rev 9 Terminator zu zerstören. Also das ist so ganz grob die Geschichte vom neuesten Teil von Dark Fate. Aber ich muss sagen, Leute, der erste Teil und der zweite Teil sind einfach die einzig wahren. Alles, was danach kam, finde ich halt irgendwo unterhaltsam, um sich das Ganze anzugucken. Aber es macht einfach gar keinen Sinn mehr. Und das finde ich so ein bisschen traurig, dass sie niemals irgendwie die perfekte Formel gefunden haben, um das Ganze irgendwie fortzusetzen. Weil das Material ist eigentlich so übertrieben geil. Und ich weiß nicht, ob Arnold Schwarzenegger irgendwann mal wieder Bock hat, irgendwie so einen weiteren Terminator-Teil zu drehen. Weil ich meine, der ist mittlerweile schon 73. Aber ich meine, krass, dass er halt immer noch in den ganzen Filmen so irgendwo mitspielt, auch wenn er hier und da mal so kleinere Rollen hatte. Aber Teil 1 und 2, vor allem Teil 2, kann ich wirklich jedem empfehlen, selbst wenn ihr den ersten nicht geguckt habt. Es ist so ein überragend guter Film einfach nur. Ich liebe es. Aber damit sind wir am Ende der Story zu Terminator, zum T-800 und zu Sarah Connor, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich liebe diese Filme einfach. Und wenn euch diese Geschichte gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert den Kanal, Leute. Würde mich mega freuen. Und ansonsten, wenn ihr mich supporten möchtet, mit dem Creator-Code OLEG im Itemshop, wenn ihr euch zum Beispiel das T-800Z oder nur den T-800 holt oder Sarah Connor, was auch immer, Leute, Dankeschön für den ganzen Support und wir sehen uns im nächsten Video mit der nächsten Story. Haut rein!